sei gegrüßt hier und willkommen zurück zu Catventure Time und der 8. Folge von Cat Quest. Oh nein, dieser verdammte Drache will mich umbringen, aber ich werde ihn zuerst umbringen, hoffentlich. Mit meinen Blitzen! Ha! Die Katze schlägt wieder zu. Wir sind in der Mint-Viaulenstadt und versuchen hier fliegen zu lernen. Und ich bin mal gespannt, ob wir das in dieser Folge schaffen werden. Wir müssen irgendetwas mit einem Busch tun und irgendetwas mit einem Baum. Und das klingt merkwürdig, während ich es sage. Generell muss ich über Cat Quest sagen, dass es wahrscheinlich das perverseste Spiel ist, das nicht will, dass es pervers ist, ever. Ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen. Denn, ganz ehrlich, Pussy-Ebenen. I don't get it. Vielleicht bin ich auch einfach nur verloren für die Menschheit. Das kann natürlich auch sein, aber ich will es mir nicht eingestehen. So, lernen wir jetzt erstmal diese neue Magie hier. Katzenfalle, stell deinen Feinden eine Falle. Wissen, Katzenfalle gegen 50 Gold. Jo. Aha. Diesen Zauberspruch kennen wir. Das ist der Zauberspruch, den wir auch schon mal diesen Viechern gesehen haben. Die Frage ist, bringt dieser Zauberspruch any good? Wir werden es probieren. Ich finde den Heilzauber eher so semi-geil, aber das kann auch daran liegen, dass er einfach eine zu niedrige Stufe hat. Also gucken wir mal. Machen wir da mal Stufe 2 und machen wir da auch mal noch eine Stufe. So. Damit wir das Tic-Tac-Toe-Feld mal voller kriegen. 22 Schaden ist natürlich nicht viel. Aber ich glaube, das ist auch Schaden, der länger anhält irgendwie. Machen wir nochmal den zweimal stärker oder so. Ein. Yo. Zwei. Ich bin begeistert. Wunderbar. Und jetzt hauen wir erstmal hier ab. 1500 Gold will ich schon noch haben. So, dann gucken wir mal, was wir ans schwarze Brett gepinnt haben. Der Kult. Ja, jetzt treten wir gegen David Hasselhoff an oder was? Was wird das? Der Edelstein ruft nach mir. Und muss zurückgegeben werden. Okay. Wie kann der Busch all diese Questbenachrichtigungen verteilen? Es ist nicht irgendein Busch. Es ist der Busch der Pussy-Ebenen. Ist das nicht eindeutig? Ah, endlich seid ihr zurück. Ich habe gesehen, wo dieser schäbige Magier hingerannt ist. Für einen Busch hast du eine ziemlich gute Beobachtungsgabe. Bald bin ich auch kein Busch mehr. Ah, ja. Interessant. Das ist also ein Busch mit Weltherrschaftsplänen, oder... Wie darf ich das verstehen? Ich will meinen Gegnern eine Falle stellen. Ah, wow. Stark. Moment, kann es sein, dass er die Falle nicht... Es kann sein, dass er die Falle nicht sieht. Es kann sein, dass der Gegner die Falle nicht sieht. Sonst wäre er doch nicht da reingerannt, oder? Ich meine, vielleicht ist die KI auch einfach nur strunzdumm in diesem Spiel. Es würde mich nicht wundern, aber... Wayne... So, jetzt gehen wir erstmal in diese Ruine da unten. In das winzige Loch in der Nähe des Busches. In dieser Höhle, doch was wollen Schurkenmagier mit dem Edelstein des Busches anfangen? Den Edelstein des Busches. Oh Mann, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich verstehe es nicht, geht es zu mir so oder ist es einfach pervers? Vernichte alle Magier drin, Katzkollege, keine Gnade. Okay. Miau, hier ist nichts. In dem winzigen Loch ist natürlich nichts. Wir sprechen hier von Magiern. Überprüft die Geheimpfade. Die Geheimpfade in dem winzigen Loch. Okay. Überprüft mir die Geheimpfade. Ja, hier ist mehr Platz in dem winzigen Loch, als es den Anschein machte. Wir können also mit der Attacke beginnen. Okay, der Magier ist schon mal tot. Boom. Den kriegen wir eh nicht auf. Das war's schon? Wir haben das winzige Loch geräumt. Groll, wir haben ihren Schlupfwinkel gefunden, doch der Edelstein ist auch nicht hier. Lass uns draußen nachschauen. Ich will aber noch nicht gehen. Ich will noch im winzigen Loch bleiben. Weißmagierstab, okay. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Okay, wir gehen raus. Wir waren lange genug hier drin.
Nicht mehr ganz so vorwitzig, was? Er hat eine Spur hinterlassen. Sieht so aus, als ob sie über das Wasser führt. Okay, aus dem winzigen Loch führt also eine Spur aufs Wasser. Na gut. Oha. Oha. Das ist weit weg. Warum kämpfen wir jetzt gegen Gelee mit einem Wikingerhelm? Holy shit, ist das Gelee aggressiv. Was soll denn sowas? Aber es bringt ordentlich Erfahrung. Das ist gut. Die Geisterhöhle, Level 50. Die verwelkte Höhle, Level 70. Irgendetwas sagt mir, ich soll hier eigentlich noch nicht hin. Hier sind Süßigkeiten. Moment, irgendwer hat mir mal gesagt, ich soll nicht mit Fremden mitgehen und ich soll auch nicht einer Spur aus Süßigkeiten folgen. Ernsthaft? Nach dem winzigen Loch geht's in die Sackgasse? Ich werd bescheuert. Jetzt willst du mich wohl reinlegen. Eine weitere Höhle. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Trau dich, Katzkollege. Lass es uns tun. Oh Gott, ey. Ah. Ich bin sicher, dass das Drachenblut mich hier nicht finden wird. Doch. Du bist etwas nachlässig geworden, liebes Katze. Gib uns zurück, was du von uns gestohlen hast. Du tötest es Drachen. Du verdienst es nicht, etwas von ihnen zu besitzen. Dies gehört den Drachenanbeter-Clan. Ja, und dieser Edelstein gehört einem sprechenden Busch, keinem Drachen. Du weißt gar nichts, Drachenblut. Nachdem du es für uns aktiviert hast, werde ich es niemals aufgeben. Miau Groll. Wow. Calm your tits, man. Wow. Geheimnisvoller Stab, Level 38. Minus 65 Angriff. Du hebst den Edelstein auf. Wir haben ihn endlich wieder. Lass ihn uns zurückgeben, wenn wir später vorbeikommen. Was für ein Idiot einfach. Wie konnte er ernsthaft glauben, dass wir nach dem winzigen Loch nicht zur Sackgasse kommen würden? Es war doch klar, dass wir ihn finden. Es war einfach so klar, dass wir ihn finden. Was ist das denn da für eine Höhle? Der Piratenführer. Ich habe das falsch ausgesprochen. Der Piratenführer. Okay, das war vielleicht etwas zu laut. Ich glaube, mein Fenster ist auch nicht mehr so schlecht. Ein Monument. Diese Inseln waren voll von sattem Grün, doch dann traf sie vor langer Zeit ein Fluch. Und nun streifen nur noch Geister und Ghouls hier umher. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt, von den Ghouls und Geistern oder was? Meinst du wirklich, es ist ein Piratenwegweiserstein? Piraten lassen sowas zurück, damit ihre Crew dann den Schatz finden kann. Schau, da ist eine Inschrift auf dem Stein. Miau. Ja, segel nach Süden zum seltsamen Kopf, der nicht wie eine Katze aussieht. Dann weiter nach Westen zu den Städten, die von Zwillingen gegründet wurden. Von da aus geht es weiter nach Nordwesten, zur Mitte des größten Sees in dem Land. Richtung Norden und dann immer geradeaus bis zum Golf zwischen Gras und Eis. Reise zum Schluss ganz weit nach Westen, bis du den Schatz unter dem Wasser versteckt siehst. Hehe, holen wir uns jetzt den Schatz, Katzkollege. Jo. Geil. Astro-Tatze ruft Tatzen aus dem Weltall herbei, die deine Feinde zerfetzen. Das klingt gut. Wow. Astro-Tatze. Steht Leben in Form eines X. Halleluja, ist das Ding stark. Wahrscheinlich kostet es sau viel Mana. Und noch einmal. Yeah. Es ist auch sauteuer, das abzugraden. 172 Schaden. Auf Stufe 3. Und wie gesagt, das ist halt geil, dass es die X-Form ist. Ein Dratini. Wow, okay. Ich bin weg. Bin dann mal weg hier. So. Wir gehen jetzt zurück zum Busch. Okay, das ist echt cool. Aber es kostet halt auch viel Mana, ne? Das ist dann der Nachteil. Sehr schön. Weg mit dem Ding. Wow. No. Geht doch. Nein, warum spawnst du denn direkt vor meinem Gesicht? Der Drachenflug. Level 45. Das ist noch ein bisschen zu viel für mich. Ich sollte vielleicht erstmal etwas anderes tun. Vielleicht sollte ich noch in irgendeinen Dungeon gehen. Zum Beispiel in den A-Lab-Ruinen. Nein. In die Aleb-Ruinen sollte ich nicht gehen. Es gibt aber bestimmt noch irgendeine Ruine, in die ich rein kann. Die löchrige Höhle, ja. Gehen wir in die löchrige Höhle. Gut.
Warum heißt die löchrige Höhle? Weil überall Löcher sind. Hallo. Stop it. Danke. Autsch. Hallo? Danke. Muss aufpassen. Ich weiß nicht, ob mich das irgendwie hochportet oder so. Was haben wir jetzt hier drin? Es ist die Ninja-Robbe. Na, die ist scheiße für unseren Verteidigungswert. Und ich finde, ein bisschen Verteidigungswert brauchen wir schon. Ich finde, wir müssen jetzt nicht der übelste, krasseste Penner sein auf dem Planeten, aber so ein bisschen Verteidigung sollte man schon haben. Ich kann überall hier raus. Überall. Kein Mana. Ganz toll gemacht. Sehr schön geräumt. So, was haben wir hier drin? Es ist, das kenne ich, das Ding, der Ninja-Schleier. 1A. So, jetzt können wir hier wieder weg. Ah. Nice. So, da haben wir auch noch eine Ruine. Können wir da rein? Himu-Ruinen? Nein. So, hier haben wir Eis. Hier haben wir die gefrorene Tatze. Hier sollte es doch auch irgendwie hingehen, oder? Hier irgendwo soll der Schatz sein. Und hier können wir auch offensichtlich noch nicht durch. Da wird wahrscheinlich irgendwie ein Bosskampf sein. Die Miau-Höhle geht auch noch nicht. Was für Lappen. Na, was haben wir hier? 55 ist auch zu viel. Was haben wir denn hier im Winterrand? Die fehlenden Seiten. Dann machen wir doch mal diesen Quest. Zahle enorme Mengen an Gold für sachdienliche Informationen über die Drachenblüter. Kara Loft. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal kurz. Bist du nicht das Drachenblut, von dem alle gerade herumschnurren? Ich bin Kara Loft, eine Archäologin. Du musst mir helfen, den Drachenblutschatz zu finden. Drachenblutschatz? Hä, was, wo? Du kannst ihn dir alleine krallen, echt. Echt. Ich bin nur an der, weiß was ich, was interessiert. Besonders eine bestimmte Drachenblutabstammung interessiert mich. Ich interessiere mich für... Kara zeigt dir ein altes Buch. Dies hier gehörte einem der ersten Drachenblüter, deinem Vorfahren. Es wird uns zum Schatz führen, doch es fehlen eine Reihe von Seiten. Wenn das Buch alt ist, hat es wahrscheinlich einen starken Geruch. Leih uns das Buch und wir werden diese Seiten finden. Okay. Dann suchen und finden wir das. Da liegt eine Seite auf dem Boden. Da do da de de da de da da be di da be 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 da. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, hat es. Das hat sogar sehr viel Sinn gemacht damals. Hm, gehen wir erstmal weiter. Okay, ich muss in die... Ich war doch eben erst in der löchrigen Höhle. Ich will da nicht wieder rein. Ich mochte es dort nicht. Es ist in der Fledermaushöhle. Es heißt löchrige Höhle. Wir können nicht suchen, wenn all die Monster um uns herum sind. Beseitigen wir erst alles im Inneren. Ist das eigentlich deine Patentlösung für alles? Beseitige einfach alles im Inneren? Das klingt sehr verwüstend. Stop it. Level 43. Und immer noch nur zwei Magie und Windpunkte. So. Jetzt haben wir hier noch diesen Klops. Tot. Du hebst drei Seiten auf. Sie machen alle keinen Sinn. Groll. Vielleicht weiß Kara etwas. Natürlich weiß sie etwas. Sie wäre nicht Kara Loft, wenn sie nichts wissen würde. Jesus. Wow. Durch die Eisspalte. Durch die Eisspalte. Ja. So nennt man das primäre Geschlechtsorgan einer sibirischen Prostituierten. Du gibst die Seiten an Kara. Sieht so aus, als ob du auch nicht weißt, was das bedeuten soll. Miau, Groll, ich versuche das herauszufinden. Danke dafür, wir machen echte Fortschritte. Ja, merke ich. Wir machen echt krasse Fortschritte. Es ist richtig heftig. Also,
Mein Gott, es sollte aufhören. So, was haben wir jetzt hier? Die geschützten Seiten. Ihr seid zurück, genau dann, wenn ich euch brauche. Ich habe herausgefunden, was wir brauchen, um die Seiten zu entziffern. Wir brauchen den Drachenblut-Kodex. Es ist jetzt vermutlich unmöglich, ihren Kodex zu finden. Darum musst du mit zum Grabräubern gehen. Komm, denk an den Schatz. Ich werde warten. Ja, und ich hoffe, der Schatz ist den ganzen Aufwand wert. Los, es sind ein paar Gruften in der Nähe. Fangen wir mit denen an. Echt? Bist du sicher, dass dies die Höhle ist, die du plündern willst, Katzkollege? Level 55. Wow, kannst du das fühlen? Dabbedi-dabbedi, dabbedi-dabbedi. Es kam von draußen, lass uns wieder hochgehen. Okay. Kämpfen wir jetzt gegen Eiffel 65 oder was? Dort drüben, das sieht verdächtig aus. Was haben die Katzen mit ihren ganzen Ritualkreisen? So ein Shiitake-Pilz. Warte, ist das nicht der Kodex, nach dem wir suchen? Schnell, krallen wir uns ihn. Oder ihn uns. Oh nein. Wieder einer von denen. Die kennen wir doch schon. Kein Mana, was soll das heißen? Oh. Gib mir die wenigen Erfahrungspunkte, die ich hier irgendwie kriegen kann. Wop, wop. Du hast dir den Drachenblut-Kodex angeeignet. Das ging sehr schnell. Da versucht etwas, uns dabei zu helfen, den Schatz zu finden, miau. Doch es scheint uns auch irgendwie auf die Probe zu stellen. Tja. Du gibst Kara den Kodex. Du hast ihn tatsächlich bekommen? Ehrlich gesagt hätte ich das nicht gedacht, miau. Schatz, wir sind auf dem Weg zu dir. Ich rufe euch wieder, sobald die Worte vollständig entziffert sind. Hier ist eure Belohnung. Wow, fällige Panzerrüstung. Nice. Und Level 44. Whoop, whoop. Ist da irgendwas Geiles jetzt mittlerweile mal dabei? Ach du Scheiße. Wir haben ja viel bessere Sachen. Wieso wusste ich das nicht? Wieso konnte ich es nicht wissen? Ganz ehrlich, Magie zu steigern ist, glaube ich, ganz geil. Oh, das sieht da süß aus. Und was haben wir hier? Wir haben gerade die Knappenrüstung an, weil sie Magieschaden erhöht. Was haben wir hier? Das Ritterschwert. Frostflüge, Familienjuwelen. Ich hoffe, ich kann da mal irgendwas upgraden oder so. Aber das kann ich wahrscheinlich nur mit diesen krassen Truhen. Mit diesen heftigen Truhen. Die Archäologin auf der Flucht. Hm, wo ist Kara? Warte, da liegt ein Papierfetzen. Wenn ihr das lest, dann heißt es, dass ich gegangen bin. Versucht nicht, mich zu finden. Kara Loft. Kara, dieses Stück Hundekacke. Oh Gott. Versucht sie, den Schatz für sich allein zu haben. Folge ihrer Spur um Katzen willen. Dieses Stück Hundekacke. Hey, ist das nicht ein weiterer Paperfetzen? Und dazu noch Banditen. Hey, da ist ja das Drachenblut. Er ist wegen dem Buch hier. Schnappt ihn. Geht weg. Will euch nicht, ihr Hundekacke. Ja, sind Banditen auch hinter dem Schatz her? Vielleicht ist Kara deshalb weggerannt. Vielleicht. Diese Katze mit weißem Fell zeigt viel Potenzial. Sie ist der perfekte Kandidat. Das scheint eine Seite aus dem alten Buch zu sein. Miau, wow. Miau, wow. Das heißt, Kara ist es gelungen, etwas davon zu entziffern. Ja, wir müssen sie trotzdem noch finden. Ah. Nicht so eskalieren. Puh. Okay, weiter geht's. Oh nein. Erst Banditen, jetzt schurkige Magier? Well. Um Götterkatzens Willen. Anscheinend will jede Katze und ihre Urgroßmutter dieses Buch. Anscheinend wird die weiße Katze gemieden. Die anderen sind neidisch auf seine Fähigkeiten. Das klingt nach Drakord irgendwie. Das klingt nach Drakord. Ah. Well. Kannst mir nicht aufs Wasser folgen. Und doch bleibt die weiße Katze freundlich und loyal. Ich sollte nach ihrem Namen fragen. Es gibt nicht viele weiße Katzen, oder? Du denkst doch nicht, dass es... Psst. Ich bin so froh, dass ihr Katzen nicht auf meine Mitteilung gehört und mich gefunden habt. Ich dachte, ich sei erledigt.
Anscheinend will wirklich jeder diesen Schatz, doch er wird uns gehören. Da hast du vollkommen recht. Vollkommen recht. Ich habe euch schon fast alles entziffert. Trefft mich in der Stadt wieder und wir holen uns den Schatz. Muss ich jetzt ernsthaft dahin zurück? Naja, okay. Ausnahmsweise. Wo ist eigentlich der letzte Zauberspruch? Es muss irgendwo noch ein Zauberspruch sein. Hier sehe ich allerdings keinen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Dungeon, den ich auf jeden Fall machen kann. Massaker! Ah ne, das hieß irgendwie anders. Kasala! Warum ist das so viel kleinen Scheiß? Well. Au. Danke, Level 45. So. Der Kram ist geräumt. Gib mir. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was in dieser Truhe sich versteckt hält. Es ist wieder dieser Scheißstab. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, wenn man auf Magie skillt komplett, dann kann das, glaube ich, auch schon ziemlich OP sein. Aber wir probieren das jetzt nicht aus. Ich bin lieber eher ein Kämpfer. Was ist eigentlich mit der Mounds-Höhle hier? Was geht da so? Level 50 ist ein bisschen hoch. Das lassen wir lieber nochmal. Der Schatz. 20.000 Erfahrungspunkte. Nice. Endlich seid ihr Katzen hier. Ich habe gute Neuigkeiten. Du hast den Schatz für uns? Ich habe das gesamte Buch entziffert. Und? Ich habe herausgefunden, was der Schatz ist. Aha, aha, aha. Nun, der Schatz ist... Ja? Oh, jetzt machst du aber Witze, oder? Fucking really? Sei gegrüßt, Drachenblut. Wir sind die aus alter Zeit. Die ersten Drachenblüter. Wir haben dir unseren Kodex enthüllt und nun ist unser Schatz alles, was geblieben ist. Miau, das sind deine Vorfahren, Katzkollege. Ja, gib uns deinen Schatz. Unser Schatz ist nur für die wahren Drachenblüter. Es ist an der Zeit, dass du deinen Wert unter Beweis stellst. Muss ich jetzt gegen alle die... Tot. Nein. Okay. Ich dachte, ich krieg Probleme, weil jetzt zwei von diesen Viechern kommen. Sehr schön, den haben wir. Hervorragend, und jetzt kommt das große Finale. Wow! Brenne im Höllenfeuer. Sauber. Ja, sie können es nicht fassen. Unser Schatz gehört jetzt dir. Sie können es nicht fassen. Wie ich schon sagte, der Schatz besteht aus Wissen und Erfahrung. Entschuldigung, du musst uns mal eine Minute geben. Du wirst definitiv wesentlich mächtiger nach all dem sein. Und dazu kenne ich jetzt noch die ganze Geschichte der ersten Drachenblüterlinie. Kara gibt dir das alte Buch. Es steht alles darin. Ich denke, du wirst es sehr interessant finden. Bis dann, Kätzchen. Schauen wir mal, wer die weiße Katze ist. Das erste Drachenblut. Es ist Drakot? Drakot wurde als großer Anführer und Retter bekannt. Er wird uns sicherlich den Sieg im Drachenkrieg bringen. Das kann nicht derselbe Drakot sein, nicht? Nun gut, eines Tages werden wir es wissen. Du fühlst, wie die Erfahrung der Drachenblüter tief in dich eindringt. Tief in mich eindringt, so. Ja, ich finde es interessant, dass das Spiel jetzt doch nochmal so ein bisschen so eine interessante Story aufwirft. Denn, wie kann es sein? Ich meine, Drakot hat sich eher
antagonistisch verhalten. Und jetzt soll er der erste Drachenblüter gewesen sein. Naja, wir werden es heraus... Es ist noch ein Busch. Level 0. Geheime Höhle Level 0. Uhu. Oh, schäbiger Waffe. Das ist genau das, was ich das ganze Spiel über schon haben wollte. Die schäbige Waffe. Schäbiger Helm. Nee. Ich hab's getötet! Warum ist es dann noch da? Stopp! Out! Was für eine miese Kacke! Ich brauche noch die Rüstung. Gib mir die schäbige Rüstung. Gib sie mir, sie ist schäbig. Sie passt zu mir. Sie ergänzt mich. Vorsicht. Die schäbige Rüstung, sie bewegt sich. Ah! Komm her, du schäbige! Das war nicht die Rüstung. Wo ist sie denn dann? Hier unten? Da. Es ist... Nochmal der schäbige Helm. Aber er ist jetzt noch schäbiger. Nein. Oh. 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 Ein X. Oh. Die schäbige Waffe, sie wird noch schäbiger. Ich bin so froh. Hilfe. 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 Was ist das für eine komische Höhle? Die endet ja gar nicht. Doch, da vorne endet sie. 777. Das ist eine komische Höhle gewesen. Irgendwo hier muss ein Schatz sein. Irgendwo hier muss er sein. Das wies, glaube ich, so in diese Richtung hier. Ich gehe jetzt ganz weit nach Westen. Okay, ich glaube, gehe ich immer noch weiter? Irgendwo hier soll der Schatz sein. Er muss irgendwo hier sein. Da ist nichts. Ich dachte, ich finde den Schatz hier. Dann müssen wir mal runter. Vielleicht ist der Schatz auch eher hier unten irgendwo. Schatz. Suche den Schatz. Im weiten Meer. Aber ich finde ihn nicht. Und es ist lustig, auf dem Meer herumzurollen. Bap, 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 bap. Naja, okay. Vielleicht sollte ich mir das nochmal ein bisschen genauer angucken. Und dann sind wir auch vielleicht in der Lage, diesen Kram zu finden. Kabaruin. Warum gilt das immer noch nicht als fertig? Habe ich das noch nicht gemacht? Ernsthaft habe ich das noch nicht gemacht? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Au! Offensichtlich habe ich es noch nicht gemacht. Sehr gut.
4 Schläge brauche ich für die. Sehr gut, und wir steigen gleich noch eine Stufe auf. Und das ist auch die letzte Aktion, die wir dann in dieser Folge von Cat Quest machen. Denkt natürlich immer daran, dass ihr dieses Projekt unterstützen müsst, wenn ihr wollt, dass es in die nächste Folge kommt. Und ich denke doch mal, dass ihr das wollt. Beziehungsweise, was heißt nächste Folge? Nächste Woche, nächster Monat, nächstes Jahr. Das neue Stardew Valley ist gefunden. Da besteht überhaupt gar kein Zweifel dran. Komm. Da. Ah. Tschüss. Du Amöbe. Geräumt. Sehr schön. Au. Okay, ich habe es wahrscheinlich vorher schon mal geräumt, aber man hat es nicht gesehen. Naja, gut. Gehen wir dabei. Ihr dürft entscheiden, hier bei Catventure Time. Votet, kommentiert und schaut euch die Videos an, wenn ihr wollt, dass Cat Quest in die vierte Woche kommt. Und denkt natürlich immer dran, I want you for an adventure. Ich sollte Eminem mal entthronen. Ich glaube, im Speedrappen hätte ich irgendwie eine Chance. Wenn ich das mal trainieren würde, aber ich tue es ja nicht. Ich muss jetzt mal... Geh weg. Stopp. Ich muss speichern. Dahin. Danke. Das ist perfekt. Weiter so.